Hallo, ich bin die Nadine aus dem Marabu Kundenservice. YONO bedeutet You Only Need One. Das heißt, unser YONO Acrylmarker funktioniert auf den verschiedensten Untergründen. Was ihr bei der Anwendung auf den verschiedenen Materialien wissen müsst, das zeige ich euch heute. Der YONO Acrylmarker ist auf Wasserbasis. Er trocknet extrem schnell und funktioniert auf saugenden Untergründen und auch auf glatten Oberflächen. Vor dem ersten Gebrauch wird der Stift aktiviert. Dafür 60 Sekunden mit geschlossener Kappe kräftig schütteln. Das Klickgeräusch kommt von der Mischkugel. Die Spitze mehrmals auf einem Testpapier langsam eindrücken und dazwischen kleine Pausen einlegen, bis die Tinte sichtbar wird. Dann saugt sich die Spitze ganz langsam von alleine voll. Während des Malens bei Bedarf noch einmal nachpumpen. Jetzt ist der YONO startklar. Solange die Farbe noch nass ist, könnt ihr sie mit Wasser aquarellieren. Ihr könnt auch zwei Farbtöne verblenden und damit tolle Farbverläufe erzeugen. Der YONO deckt auch super auf dunklen Untergründen. Ebenso funktioniert der YONO auch auf hellen und dunklen Textilien, Leder und Kunstleder. Auf 100% Baumwolle ist die Haftung am besten. Textilien, die gewaschen werden, könnt ihr im Backofen fixieren. Anschließend ist die Farbe waschbar bis 30 Grad. Auf saugenden Untergründen hält der Farbauftrag permanent, von glatten Untergründen ist die Farbe wieder abwischbar. Deswegen eignet sich der YONO auch wunderbar für vorübergehende Dekorationen auf Spiegeln, Fenstern oder Glasrahmen. Zum Entfernen sprüht ihr etwas Glasreiniger auf und lasst ihn etwas einwirken, bevor ihr die Farbe mit einem feuchten Tuch abwischt. Der YONO funktioniert natürlich auch toll auf Steinen oder Kork, Textilien, Metall oder auch auf Leder. Nach dem Gebrauch werden die YONOs liegend gelagert, wie eigentlich alle Stifte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem YONO und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgen würdet.